Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum ersten Spiel der RTS-Olympiade gegen Maxi. Er ist gerade mental gebrochen. Wie gebrochen? Ich warte, ich will spielen, Alter! Du bist zerstört. Ich kann ihn nicht zerstören, wenn er nicht ein Häkchen macht. Okay, also wir werden zerstören ihn. Ja, Leute, ne? Alles. Warum alles ist Johnny's Greenscreen so scheiße? Ja, geil. Schmeiß den Abgehobenen aus der Lobby und startet das Game. Weil was starte ich dann? Ich mache einfach die ganzen Schweine auf der Map kalt. Das. Dann gehe ich mit dem. Ich habe ja gerade ein Emote bekommen auf dem, im Chat, wo eine offene amerikanische Mülltonne zu sehen ist und rausguckt die Azures Kopf. Was ist das bitte für ein geiles Emote? Oh, die Mara ist auch am Start. Mara, ich werde ihn zerstören. Johnny ist schon gegen. Ja, nee. Ich spiel jetzt. Ich bin schon die ganze Zeit bereit. Ah, oh, Gott sei Dank. Aber sind wir wirklich schon bereit? Oh, ich bin raus. Ah, du bist ein Idiot, bist du. Ja, aber ist auch nicht, was da passiert. Was willst du denn? Die Leute auf YouTube, also auf Twitch, haben komplett verloren. Danke, dass ihr da seid, aber ihr habt wirklich verloren mit Johnny. Ja, das ist ein Marathon und kein Sprint. Das ist kein Marathon, das ist ein Failathon, Alter. Das ist ein Banaathon, ist das, weißt du? Okay. So, es geht los. A klicken. Wo ist A? Hier. Nachher müssen wir alles Q machen. So, Kondo. So, okay, Johnny. Ich kann dir schon mal. Oh. Ei. Wie sieht's bei dir aus? Okay. So. Es ist nicht komplett korrekt. Ich habe aber den größten Kaktus der Welt in meiner Base stehen. Und ich meine nicht mein Dick. Okay, krass. So. Oh, scheiße, ich kann auf meinen zweiten Desktop raustabben. Das ist natürlich ein bisschen awkward. Awkward? Schmockward. Korrektes. So. Oh, ich glaube, ich habe jetzt wieder so eine Map, wo der Regenwald nicht so aktiv ist. Oh, okay, also sieht, ich mach kein Remake, sagen wir es mal so. Ja, Remake haben wir ja eh gesagt ohne, ne? Ja, das stimmt. Aber ich war echt irritiert, als ich die Information bekommen habe, dass Competitive Play Remakes gibt. Das macht ja auch irgendwo Sinn, ne? Ein bisschen, ja, aber es ist auch ein bisschen. Oh mein Gott. Oh mein Gott, was? Oh mein Gott. Ach, da ist vielleicht ein kleinerer Schlitzer platziert. Johnny, du meinst, das ist jetzt wieder aber so eine Johnny-Sache, ne? Ja, was soll ich dir sagen, ne? Johnny ist nämlich so ein übelster Lügner, weißt du? Wir hatten halt. Lügner geht ich auch ein bisschen zu weit, ne? Also, das ist insane. Du bist halt Dr. Strange, Alter. Ja, es ist halt, man muss halt auch mit seinem Gegenüber ein bisschen spielen. Ja, das ist halt schlimm. Johnny hat mir beim Essen immer alles geklaut. 3 Tage in Folge. Ja, das war wirklich. Es war halt lustig, so die ersten 2 Male, aber dann war der Spaß weg. Warum kann ich denn hier keinen Turm platzieren? Johnny, das ist doch kein mal. Gebäude. Wir machen jetzt hier nicht sowas. Oh nee, oh Gott. Okay, ich habe jetzt so ein. Oh, okay. Ich hatte jetzt gerade so einen Moment, wo das Abreißen der CC eine Variante wäre. Ein mögliches Ende. Ich habe das jetzt ja genau einmal gesehen, dass sowas passiert ist. Bei dem Clip, den du geschickt hast. Ich muss sagen, es sah schon recht witzig aus. Es ist halt. Wir müssen ja übrigens adaptieren, Leute, ne? Das hilft ja alles nichts. Aber da muss man, manchmal muss man da durch. Adaptieren? Manchmal passieren Dinge, die sind unvorhersehbar. Johnny, hör bitte auf mit sowas, okay? Ich bin da nicht gut. Problem ist halt, ob Maxim das jetzt schon realisiert oder nicht. Johnny, hör auf! Wenn ich jetzt damit aufhöre, ist das ja auch doof, ne? Aber man muss das ja schon durchziehen.
So. So. Bitte, 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 bitte nicht. Okay, Johnny, bitte, das Spiel, spiel doch einmal wie ein richtiger Mensch. Du hast echt keinen Regenwald bei dir, ne? Was ist das denn? Hallo! Ja, komplett traurig. So, guten Tag, ich bin ein Baum. Ich bin ein Baum, ich bleib jetzt erstmal hier eine gewisse Zeit. Eine gewisse Zeit wäre ja noch ganz schön, ne? Ach, fucking hell. Ich muss sagen, ich habe ja früher nie mit diesen Mods gespielt, den du hier hast. Ja. Okay, warte, ich kann so ganz mal reden. Nicht alles, was ich sage, ist illegal. Es ist close. Es ist close. Es ist wirklich close. Ja, das stimmt wohl. So. Kondo, Alter. Kondo, Mondo. Oh, shit. Das ist eigentlich der zweite Bohr. Johnny, ich bin jetzt wirklich ein bisschen zu oft zum Holz gelaufen. Weil ich dachte, das ist hier einfach. Ich verstehe das nicht. Das verstehst du wieder nicht. Ich verstehe Dinge nicht. Das muss doch gar nicht dein Problem sein. Verstehst also Dinge nicht. Du bist also ein Kondo. Da mussten wir halt wieder mal improvisieren, Leute. Oh. Johnny, nicht improvisieren. Alter, nee, ich hab richtig gut improvisiert, wenn ich das mal sagen darf. Das war schon. Ich sag mal, ich war so kurz davor, den Schluck zu trinken. Wirklich? Ja. Aber weil du selbst trinken willst. Also wegen anderen Sachen, ne? Weil. Genau. Ja, weil ich trinke, wenn ich bei dir meinen ersten. Na? Wenn du den ersten Villager klatschst, dann geht's los. Ich glaube, ich schicke meinen Scout nicht so effizient auf Patrouille, weil ich die ganze Zeit in meiner eigenen Base rumrenne! Und nur nach Türm suche. Ich habe jetzt einen Mental Breakdown. Ne? Ja, das ist ein leider schon. So. Okay, ich habe jetzt ein Problem anderer Natur. Es gibt wilde Tiere, die ich jetzt nicht überall gefunden habe. Was das angeht, kann ich dich beruhigen. Ja? Bei mir gab es die etwas weniger wilden Tiere, die sich versteckt haben. Achso, die haben sich bei mir auch versteckt. Ja, aber bei mir sind die halt versteckt Weltmeister, ne? Also, wenn ich Sherlock Holmes angestellt hätte, hätte ich vielleicht eine Chance gehabt, die zu finden. Sherlock Holmes, ja, ist also so ein kleiner Schafjäger, oder? Ja, ich weiß auch nicht. Das ist schon relativ bemerkenswert, was hier passiert ist. Ja, ich habe also. Also ich habe halt adaptiert für auf mein Leben, ne? Ich habe auch keine Schafe mehr. Okay. Aber ich habe noch nie. Was hast du noch nie? Also ich kann es ja jetzt sagen, weil du es ja jetzt quasi nicht mehr verhindern kannst, aber ich fand es sehr amüsant, deine letzte Folge, die du bei YouTube hochgeladen hast, mit der geheimen Base. Weil es halt meinen aktuellen Spielstil 1:1 wiedergibt. Nein, du machst einfach psychische Sachen. Ich glaub dir nicht. Das ist ja das Schöne. Und vor allem ist dein Scout, ich hab deinen Scout sogar zweimal gesehen. Nein, hast du nicht. So wie Sichtweite haben die nicht. Oh, einfach schön. Aber ich hab meinen Bohr gefunden. Das freut mich sehr für dich. Nein, du dankst das nur so. Ja, was soll ich denn sonst sagen? Dass ich mich nicht für dich freue? Findest du das besser? Du bist ja nicht ehrlich. Du bist ja nicht ehrlich. Und Ehrlichkeit hält am längsten, hat meine Mutter immer gesagt. Ja, sowieso. Kann ich nichts für. Alter. Also das Schlimmste ist, ich schicke halt wirklich meinen Scout zurück, ne? Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Oh, hallo? Wie, oh, hallo? Was soll das? Du bist wirklich einfach blind. Oh, okay. Ja, Johnny, hör auf. Hat ja auch was, ne? Es muss ja nicht jeder sehen. Es reicht ja, wenn die Hälfte der Bevölkerung sehen kann. Hä? Johnny, ich kriege richtig viel Scout-Punkte wegen dir.
Du kriegst keine Scout-Punkte, du rennst hier im Kreis. Du rennst im Kreis. Deine Oma rennt im Kreis, Alter. Du bist einfach schon zweimal mir vorbeigekommen. Nein, du lügst. Nee, es ist ja jetzt dreimal. Du warst ja am Anfang schon einmal. Auf. Warum soll ich aufhören? Wir haben über das Lügen geredet. Ja. Psst. Psst. So, jetzt geht's los. Oh, geht's jetzt los? Krass. Jetzt fick ich dich. Ich fick dich in deine Eingeweide. So. Oh, Johnny. Guten Tag. Wie guten Tag! Oh, da habe ich leider reingedirbt, aber hey. Oh, ich hasse dich wirklich. Es ist halt wirklich, es ist halt aktiver Hass. Wo man halt sagen kann, jo. Finde ich okay. Aber muss nicht sein. Es gibt halt einfach manchmal so Maps. Oh mein Gott, ich habe halt einen Bohr gehabt, der halt wirklich jetzt eine Form gebracht hat. Im Midgame. Hä? Hä? Was denn? Nix. Ah, ich habe gerade das definitiv nicht verstanden. Muss man auch nicht. Ja, man muss nicht alles verstehen, aber das. Das hättest du gern verstanden, oder? Ja, übel gerne. Ja, also wirklich, ich verstehe es auch immer noch nicht, dass es passieren konnte. Okay, ich habe jetzt alles gescoutet. Du kannst ja nicht sein. Bist du dir sicher? Johnny! Es wäre halt doof, wenn du dich irrst, ne? Du bist doof, wenn du dich irrst. Ja, da bin ich auch doof, aber das Ding ist ja, du irrst dich ja. Du bist doof. Oh, Maxim, wenn du mich mit einem nicht gefunden hast, was willst du denn dann mit mehr als einem? Guckst mal Stream, oder? Sag mal. Mein Gott, Max. Ah, okay. Egal. Johnny. Johnny, nein. Ich dachte, wir haben. Oh, guten Tag. Guten Tag. Da wusste ich ja gar nicht, dass du da bist. Doch, wusstest du. Ich bin das erste Mal hier vorbeigeritten. Nein. Ich bin, und davor hatte ich garantiert noch keine Momente, wo ich hier mit anderen Truppen war. Nein, nein. Johnny. Warum bist du denn so? Warum bist du so? So. Also das. Also deine Theorie geht halt eigentlich, also irgendwie auch auf, weil ich finde dich nicht. Erinner dich doch mal daran, wie das war, als du gemauert hast und der dann hinter deiner Mauer war. Vielleicht hilft dir das weiter. Hinter meiner Mauer ist halt echt das Ende des Games. So. Ganz sicher. Ja. So. Richtig, 200% sicher. Also bin ich wirklich verwirrt. Da kann ich dir auch nicht mehr weiterhelfen. Du kannst mir da wirklich nicht mehr weiterhelfen, Johnny. Aber ich hab's probiert, ne? Also, you tried your best. Mein Wille war richtig da. Mein Wille ist einfach huge. Aber ich wurde zurückgehalten von meinem Team. Oh mein Gott, ich bin... Idiot. Okay. Irgendwas stimmt hier nicht. Vermisst du etwa? Du vermisst deinen Scout. Das ist wahr. Aber. Mann, da hast du mich aber jetzt hier auch. Was? What did that happen? Oh. Ja, gut, dass du hier fertig bist. Alter, was... Wo bist du? Maxim, ich sag mal so, ne? Ich habe ja am Anfang vielleicht hier und da ein bisschen geflunkert. Ne? Du bist ein Flunkermann. Aber womit ich definitiv dich verwirren kann, ist, oder es richtig sagen kann, ist, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass du mich immer alle Basen gleichzeitig findest. Ich dachte mir, Age of Empire... Okay, jetzt höre ich dir nicht mehr zu. Age of Empire geht ja normalerweise immer relativ lange. Weil wir wollen den Zuschauern ja hier relativ schnell auch was bieten. Ich biete dir gleich Ende aufs Maul.
Und dementsprechend wäre es doch viel besser für alle Beteiligten. Du machst, du bist halt psychisch, du bist nicht richtig menschlich. Bist du auch mal auf die Idee gekommen, Gold abzubauen? Da gratuliere ich. Johnny? Also ich habe jetzt, sind wir auf der gleichen Map? Oh, das ist halt wirklich schön. Du hast nicht dein TC abgerissen irgendwo hingetan, oder? Ist das möglich? Kann es sein, dass ich das vielleicht mehrfach gemacht habe, nachdem ich gesehen habe, dass du da vorbeigelaufen bist? Wäre ich so ein Typ, der sowas machen würde? Einfach nur, um dich zu verwirren? Ich bin halt, also, ich sag mal so. Das würde ich doch nicht machen, oder? Wenn Verwirrung dein Ziel ist, einer deiner krassen Fähigkeiten. Ich glaube, da ruft gerade deine Mutter an, um dich zu trösten. Das war WhatsApp, so ruft man nicht an. Alter. Ja gut, da habe ich es doch nicht so drauf, aber hey. Soll ich dir einen deiner Scouts vorbeischicken und dann zeigen? Ey, jetzt gib mir mal wirklich einen Tipp. Ich finde es nicht. Ich sag mal, du bist ja relativ weit oben, ne? Ja, das war's auch an Infos. Hä, ich bin halt wirklich verwirrt. Das habe ich mir gedacht. Echt bekannt, echt geistig behindert hier. Ich sammle jetzt einfach alle Reliquien auf der Karte ein, damit ich einfach irgendetwas zu tun habe. Ich meine, du kannst mich auch einfach suchen und töten, aber hey. Ich würde halt übel gerne, Johnny. Nimm dir halt nichts vor, was man nicht halten kann. Der Wille ist halt da. Oh, jetzt habe ich dich endlich gefunden. Ah, das ist natürlich jetzt unglücklich für mich. Ne? Oh, Alter. Kurz vor der Expansion hier, das ist doch eine Sauerei. Also das ist halt... Das ist halt wirklich GG, ey. Da muss man am Ende des Tages natürlich sagen, dass viel Bullshit-Labern auf Dauer auch nicht die Lösung ist, ne? Nee. Muss irgendwann halt auch was machen. Da habe ich vielleicht kurz das Spiel verwechselt. Oh, da habe ich gleich kurz woanders hingeguckt, aber... Könntet ihr bitte alle... gehen? Achso, solche Menschen seid ihr. Ihr stellt euch da jetzt einfach drauf. Ja! Johnny, ich habe halt wirklich den Mindfuck des Lebens. So. Also wenn das dein Ziel war, dann hast du hast mich so aufgeregt gemacht, dass ich sämtliche Power in meinem Körper kanalisiert habe. Ja, also... Ja, ich spiele das ja gleich nochmal so, deswegen werde ich dir nicht verraten, was ich getan habe. Aber im Endeffekt war es ja amüsant. Ich habe das Gefühl, dass meine Einheiten vielleicht nicht schnell genug für das sind, was ich hier vorhabe. Ja, deswegen mag ich die auch nicht. Ich habe einen Mark gebaut! Eine Karre! Ich habe eine Karre gebaut, die... Oh nee. Alter, einer meiner Arbeiter denkt sich einfach, jo, ich rege das Problem jetzt selber. Ich mach das jetzt. Der Johnny kriegt es nicht hin. I will do it. So. Okay. Aber manchmal klickst du aber auch einfach sinnlos Sachen an und dann sterben die, ne? Ja. Aber das Ding ist halt, ich habe halt leichte Koordinationsprobleme hier. Du hast Koordinationsprobleme? Ja, nicht. Okay. Also ich auch, aber ich sag's nicht. Ja, ich auch nicht. Habe ich den nicht gebaut? Oh mein Gott. Okay. Ich
falle in alte Muster zurück. Ja, aber ich meine, das ist ja auch immer so. Wenn man einen Gegner aus der vergangenen Zeit trifft, dann fällt man auch immer wieder so ein bisschen in... Ich bin halt braindead. ...die Muster der Zeit, ne? Ich glaube, das ist relativ normal. Das Gefühl ist gerade überhaupt nicht normal. Sehe ich auch so. Ach komm. Ah, die Nummern sind ja mittlerweile falsch beschriftet. Upsi. Dun, 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 dun. Hä, warum? Wo bist du denn? Da bist du jetzt, verstehe ich. Das Problem ist, ja, da gibt es wirklich keine Arbeit für dich. Keine Arbeit. Wirklich gestresst auf Doom, ey. Aber das ist auch ein schönes Gefühl, oder? Ja, aber es ist halt nicht schön. Ich glaube, es ist an sich etwas, was man embracen muss. Embrace. Ah. Embrace. Das muss man übrigens nicht embracen, wenn es nach mir geht. Nee, aber manchmal schon. Oh, da will jemand hin, ja. Wir wollen keine Mauer errichten. Du willst aber auch nicht aufhalten, eine Mauer zu errichten. Ja. Ja, hier gibt es vielleicht das ein oder andere Koordinationsproblem. Das ein oder andere Mauerproblem. Mauern sind nie Probleme, Mauern sind Lösungen. Dorfzentren stehen aber auch einfach rum. Was sagst du jetzt so, ne? Hey, hey. Niemand hat vor, eine Mauer zu bauen. Wie viele Ritter kann man eigentlich verlieren, bis es scheiße wird? Je nachdem, wann man die Transition fertig hat. Also ich habe gerade einen Mönch, wo einfach zwei Wölfe daneben stehen und übel laut knurren. Aber den nicht angreifen. Der Mönch scheint ein bisschen relaxter zu sein als du selber. Ja, ja, der Mönch chillt seine Base und ich denke mir, please release me from my pain. So, die entscheidenden Fragen wurden ja bis jetzt noch nicht so richtig gestellt hier. Verstehe aber auch nicht ganz, woran das liegt. Mann, du bist ein Kamel, Alter, du one-shottest den. Was macht der denn da? Also da. Das ist einfach nur. Das ist einfach nur eine Beleidigung. Da bin ich jetzt auch ein bisschen überfragt, was genau der da gesucht hat. Jetzt ist natürlich die Frage, die man sich so ein bisschen stellen kann, was der Sinn davon war. Hä, hey, warum? Okay, das ist doch wohl möglich zu bauen. Das kriegst du doch wohl hin. Danke. Wow. Oh, hi. Können wir das auch embracen hier? Ah, ich hab ein Throwback in alte Zeiten hier. Ja, diesmal habe ich damit andere geschossen. Also. Dachte, ich mache hier. I remember now why I hated it. Ich dachte, ich tue dir was Gutes. Also wie könntet ihr davon daneben schießen? Alles immer nur eine Frage der Perspektive, Maxim. Hä? Für dich sieht das hier einfach aus, für die ist das harte, harte Arbeit. Alter, wie die Bauarbeiter da einfach denken, nope! Ich will eigentlich gar nicht hier leben! Ich finde das hier nicht schön. Kitet meine Skorpione. Kitet! Kitet! Na Marsch! Ja,
Alter, wenn er hittet, ist der ja übel immobil. Das ist ja. Ist ja GG. Verstehe das Prinzip nicht ganz. Das Prinzip ist wohl, verlieren ein paar Menschen. Lauf mal bitte weiter Schlangenlinie. So. Oh, hier lebt nur noch einer. Alter, wie sie sterben, wie die fliegen. Ja gut, wenn es immer nur einer ist, halt GG so. Ja, ja. Steh die Problematik. Das sind ja fairerweise immer zwei, ne? Ja, da fick die. Ja, da komm ich leider nicht so gerade über den Spam raus hier. Aber da muss irgendwas Sinnvolleres passieren. Oh. Ah. Ich verstehe die Problematik. Nee, ihr sollt da nicht hin. Ihr seid viel zu wichtig. Du dich nicht selber auch rum? Ja, so ein bisschen, aber die mit den Pfeilen nicht. Sauerei. Tja, da sehe ich gerade relativ wenig Ausweg. Seine Superwaffe auspacken lassen. Der Backdoor! Der Backdoor. Die Grundidee war da. Grundidee war da auf jeden Fall, aber ich hab leider die nicht ganz gepackt. Ich hab 3000 Holz, ich bin der schlechteste Spieler der Welt. Fucking 3000 Holz. Ja, Maxim, ich glaube, die erste Runde geht an dich, wa? Ja, mich, sagst du? Ich glaube schon, oder? Also okay. Ich meine, ich sehe da jetzt nicht so den... Ich beruhige mich jetzt auch, ja. Also wir können das quasi jetzt noch ausspielen, wenn du das gerne in Bildern hättest. Nee. Nee! Ich bin dann psychisch am Ende, Alter. Der Anfang hat mich getötet, ey. Ich habe halt noch nie so viele Scout-Punkte gehabt. Bist du rausgegangen? Ja. Oh, sorry. Aber ich dachte, geleckt. Dann ist der Moment. Ich habe 3000 Holz am Ende gehabt. Alles verkauft, Nahrung gekauft. Damit ich hochklicken kann. Ich bin halt also. Ich hab halt so viel Nahrung gesammelt wie du. Achso, ich weiß nicht, was. Warte. Ja, ich habe. Deswegen ist es halt schlecht. Ich habe halt wirklich wenig Nahrung. Ja, ich weiß. Meine Eco war halt komplett im Arsch. Aber ich hatte. Du musst dir vorstellen, ich hatte nur 4 Schafe. Und dann habe ich die anderen 4 nicht gefunden. Das heißt, ich musste quasi auf 11. Nee, ich musste schon auf 9 den Boer suchen gehen, weil sonst hätte ich keine Nahrung mehr abbauen können. Und dann dann habe ich den zweiten Boer gepult und den musste ich aber unterwegs töten, weil sonst mein Dorfbewohner gekillt worden wäre und deswegen hatte ich vor den Weg. Ja, bei mir ging's. Ich hatte nur ein kleines Holz und den zweiten Boer nicht gefunden. Und dann habe ich aber übel Lack gehabt, dass quasi zur oberen Grenze hin waren Dia. Und an Rehe. Da habe ich ja die Rehe genutzt und dann gedacht, okay, jetzt habe ich hier 4 auf Rehe. Oh, da ist der Boar. Dann hat der Boar wirklich, ich habe 4 Units gehabt. Einer davon hat 1 HP. Rat mal, wen der angegriffen hat. Sofort Charts auf die Frau. Ich klicke weg. Run! Und der war nur. Und hat die halt instant gefickt. Also mein Plan war halt quasi, dass ich
dass ich so viel Bullshit laber. Also ich habe hier vor. Alter, das war, also das Problem ist, auf der Map ist es halt eigentlich übelster Käse, aber mir sind halt schon Sachen passiert. Ich, wie gesagt, ich wurde halt mal von einer Ramme gebackdoor. So, das ist halt, wo ich halt dachte, klingt ein bisschen krass, ne? Aber es hat sich genauso angefühlt. Ich dachte, ich verteidige hier so ein bisschen, was machst du da? Wie kommen die dorthin? Aber vor allem auch dieses, ich habe mir halt die letzte Folge angeguckt und dieses in deiner Base sein, ich dachte mir, das wird halt mein Mindgame so, dass ich die ganze Zeit behaupte, dass ich bei dir drin bin, weil es ja auch noch so frisch ist. Und ich wusste halt ungefähr, dass du halt immer diese Scouts brauchst und dachte mir, dass ich das halt droppe. Und ich wusste, wann du ungefähr immer Gold abbaust, aber da war ich mir nicht richtig, ob das Timing war, weil ich meinen eigenen Bau verkackt habe. Ich habe ein relativ schnelles Castling gekriegt, so, weil ich halt so gepanickt habe und halt, also ich hatte halt übelst viel Fleisch da hinten gehabt. Ja. Deswegen war das quasi okay und dachte, Alter, ich klicke jetzt hoch, ich ficke den, wenn ich hochgeklickt bin. So. Ja. Aber wie viel, achso, hier steht ja hier, ne? Weil das habe ich. Ich habe übrigens das Game noch, ein neues Game aufgemacht und alles ist gleich. Naja, du warst in der Ritterzeit warst schon deutlich früher. Ich hab's gar nicht gerafft, dass du Ritterzeit warst. Aber ich habe auch so viel verkackt in der Phase. Ich hatte auf einmal, hatte ich kein Holz mehr, weil ich viel zu viel auf Nahrung gedeutet habe. Ich habe halt dieses Feeling für das gleiche, wie es halt übel los bei mir. Ja, am Ende bei mir auch. Ich konnte jetzt übelst gut spammen und war halt übel dankbar, dass ich Belagerungsunits gehen konnte, weil Holz und Gold so einfach abzubauen ist. Also ich hatte wirklich noch genug, um so ein paar Kamele und ein paar Ritter zu machen. Und ich konnte niemals. In Imperialzeit ist mit Byzantinern billiger. Ich hätte schon 6-mal hochklicken müssen. Ja. Also musste ich nicht, weil ich habe jetzt erst am Ende da vorne die Burg gebaut. Ich dachte, ich harass dich jetzt. Deswegen waren noch so viele Ritter, sind so Ritter übelst hier aufgespießt worden. Weil das war schon quasi richtig. Ja. So. Aber in der Ritterzeit counterst du die ultra hart mit Mönchen. Sobald ich das Mönchgeräusch höre, wird der Bildschirm grau. Also ich gehe halt raus. Weil dann ist es halt nur noch, und ich denke mir, es gibt halt quasi Fast Conversions, was irgendwie völlig random ist. Der macht, tot. Also beziehungsweise, er gehört dir. So, und das ist halt übel random. Wo ich gegen den Spanier gespielt habe, der diese Conquistadors baut, der geht quasi, der geht so schnell wie es geht Castle und baut es bei sich selbst. Das heißt, er ist übel safe und dann baut er nur noch diese berittenen Gewehrtypen. Und die kannst, da ist halt Mönch der Counter, quer random. Ich hatte nur Pech. Ich habe einen bekehrt. Und der restliche Mensch ist so, I die, I know, me too. Ja, die Einheiten sind halt super strange, weil sie auf Close Distance ja quasi besser sind als auf Long. Und es spielt sich halt komplett AIDS. Ne? Ja, ich weiß auch nicht, was die andere, ich habe auch keinen Bock, die ganze Zeit Mönch zu bauen. Mönche kriegst nichts kaputt. Nee. Du gehst halt nach vorne mit 1 km/h und denkst du, ja, gut. Okay, Leute, das war die erste Folge. Ne? Die zweite folgt dann morgen und das Highlight, wie gesagt, am Freitag und bei Maxim dann am Wochenende. Tschüssi.